Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines World of Warcraft Video präsentieren. Heute geht es mal um eine andere Thematik und zwar geht es um die erhöhte Dropchance von den World Boss Mounts, sowohl aus denen aus MOP als auch einen von Warlords of Draenor. Und zwar die World Bosse, die quasi Mounts droppen. Blizzard hat damit dem letzten Patch 10.002, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, also sprich da, wo das Pre-Event zu Dragonflights ins Spiel kam, die Dropchance erhöht. So ein bisschen aus der Thematik heraus, weil es mit dem Rufer, der ja mit dem Patch reinkam, ein paar Probleme gab. Anscheinend ist nämlich der komplette Loot bei diesen Worldbossen, zumindest bei diesen MOP-Worldbossen, so geregelt, dass der Class locked ist. Und da es quasi damals kein Loot für den Rufer gab, konnte der Rufer nur die Mounts kriegen und die anscheinend zu einer relativ hohen Chance. Einige hatten dann mit ihren neuen Rufer-Chars quasi direkt die Mounts gekriegt und dann hat Blizzard schnell nachgezogen und hat dementsprechend einfach die Drop-Chance für alle gut erhöht und da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Bevor wir das machen, schauen wir uns aber erstmal die Mounts an. Für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, okay, MOP, World Boss Mounts, habe ich gar keine Ahnung, was das für Dinger sind, wie die aussehen und wo es die gibt. Also es gibt insgesamt 4 Mounts in Mists of Pandaria und dann gibt es noch 1 in Warlords of Draenor und die werden wir uns jetzt angucken und am Schluss werde ich euch noch ein bisschen meine Meinung zu der ganzen Geschichte erzählen. Ich wurde öfter jetzt im Stream gefragt und vielleicht ist das für den einen oder anderen relevant, wie ich das Ganze einschätze. Das allererste Mount, das zeige ich euch jetzt hier gleich schon mal, das ist die Scharwolkenschlange, die schimpft sich einmal himmlische Onyx-Wolkenschlange und die gibt es beim Schar des Zorns. Der befindet sich einmal hier in Mist of Pandaria, und zwar im Kunlai-Gipfel. Früher hatte er viele Spawnpunkte, mittlerweile hatte er nur noch einen Spawnpunkt und ist quasi hier auf den Koordinaten 54, 63. Alle Viertelstunde spawnen die übrigens, das gilt auch für die anderen. Dann gibt es ein weiteres Mount, da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen runterbegeben. Und zwar machen wir als nächstes dann Galleon. Galleon, genau, das ist der Sohn von Galleon, den können wir uns auch mal angucken. Das ist quasi dieses Mount hier. Und das gibt es von, naja, wer hätte es gedacht, von Galleon. Und Galleon befindet sich auch in Mists of Pandaria, und zwar hier im Tal der 4 Winde. Und der ist einmal hier unten auf den Koordinaten 71, 64. Hat ebenfalls eine Viertelstunde Respawn-Zeit. Dann haben wir den nächsten, und zwar Ondasta. Ondasta, da haben wir ihn. Und zwar gibt es da einmal das koboldblaue Urterrorhorn. Das ist das hier. Ist ehrlich gesagt nicht sonderlich besonders, weil es gibt einen Haufen von diesen Urterror-Hörnern und auch von der Farbgebung sieht das nicht viel anders aus als von den Kriegshetzern, aber so viel dazu. Und das da befindet sich hier oben auch in Mist of Pandaria auf der Insel der Riesen und zwar hier auf den Koordinaten 50, 53, genau in der Mitte, ist quasi ein Riesendino, den ihr da umklopfen könnt. Dann schauen wir uns den vierten und letzten hier aus Mist of Pandaria an und das ist einmal von Nalak. Und zwar haben wir hier donnernde Koboldwolkenschlange. Sieht auch wieder ganz cool aus, hier mit ein bisschen Blitzen dran. Und die gibt es einmal von Nalak auf der Insel des Donners, die ist hier oben. Und Nalak befindet sich dann hier auf den Koordinaten 60, 83. Wenn ihr zu MOP nicht gespielt habt, beziehungsweise die Insel des Donners nicht kennt, ihr könnt da nicht normal hinfliegen. Es gibt einmal im Tonglong-Steppe, genau, gibt es hier die Shadowpan-Garnison und da gibt es 2 Portale. Einmal hier eins für Allianz, einmal hier eins für Horde. Die Geschichte ist, ihr müsst eine Quest machen, wo ihr das annehmt und dann fliegt ihr mit dieser Quest einmal normal zu der Insel hoch mit so einem Greifen, ne? Und sobald ihr das einmal gemacht habt, diese Quest, habt ihr immer Portale und könnt euch hinporten. Genau, das sind die 4 aus Mist of Pandaria. Und dann haben wir noch ein 5. aus Warlords of Draenor. Und zwar, das ist von Rukma. Und das ist hier einmal der Sonnenfalken der Spitzen. Das ist einmal dieses Mount hier. Geht so ein bisschen Alas Asche Richtung. Und das bekommen wir einmal von, wie gesagt, Rukma. Aus Warlords of Draenor heißt, da müssen wir nochmal einmal rausklicken und dann sind wir hier Draenor und dann sind wir hier unten in den Spitzen von Arrak und ja, der fliegt hier so eine Runde, hat auch eine Viertelstunde Abklingzeit. Am besten fangt den ab, wenn ihr euch irgendwo hier hinstellt, da spawnt er glaube ich auch irgendwo kurz davor. Der ist relativ weit oben, den muss man aus der Luft rausschießen und hier gibt es ein paar Erhöhungen, wo man relativ gut quasi abfangen kann. Genau, diese ganzen Mounts hatten bis zu der Änderung, wo Blizzard jetzt mit dem, ich nenne es jetzt einfach mal dem Rufer-Patch, weil ich jetzt die Nachkommastellen oder die Nachpunktstellen nicht genau weiß,
eine sehr niedrige Drop-Chance. Die meisten waren bei 0,0 irgendwas Prozent. Ich persönlich kann euch sagen, ich habe allein für den Schar des Zorns, ne, der hier hinten liegt, 6000 Versuche gebraucht. Und man kann den halt nur einmal die Woche töten. Es gibt zwar die Möglichkeit, einen Mist of Pandaria Bonusrollen mitzunehmen, dann hat man quasi pro Char zwei Loot-Chancen. Heißt, ich habe die damals bis zum bitteren Ende gefarmt über einige Expansions, teilweise wöchentlich mit 50, 60 Chars. Und ja, deswegen, ich will jetzt nicht sagen, es stößt mir sauer auf, dass die Drop-Chance jetzt extrem verringert ist. Ich gönne jedem seinen Mount, der die quasi jetzt holen will. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass man relativ lang sehr großen Aufwand treiben musste und jetzt gibt es die halt quasi in Anführungszeichen for free. Die Drop-Chance weiß man natürlich nicht genau, Blizzard rückt damit ja immer nicht raus. Aktuell geht man davon aus, dass sie irgendwo zwischen 1 und 5% liegt. Ich persönlich hätte jetzt gedacht, sie setzen wie fast alle Mounts die Drop-Chance auf 1%. Es wird aber vermutet, dass es über 1% ist. Ich habe im Discord jetzt Leute gesehen, die teilweise in einer Woche alle 4 oder 5 Mounts bekommen haben. Im Stream hatten wir auch Leute, die haben einen Char-Mount nach 2 Tries gekriegt, Galleon-Mount nach 7 Tries und dann und das dann nach 15. Also auch mit relativ wenig Chars tatsächlich alle Mounts abgeklappert. Wie hoch jetzt die Chance genau ist, weiß leider nur Blizzard. Auch auf WoW Head wird es wahrscheinlich dauern, bis sie die Chancen anpassen können. Sie müssten natürlich dann die alten Sachen rausrechnen. Also da müssen wir mal ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Ich persönlich schätze, dass es irgendwas zwischen 1 und 5% ist. Vielleicht nochmal ein bisschen zu der Bewertung der ganzen Sache. Das Problem, was ich jetzt halt sehe, dass die Drop-Chance jetzt so hoch gewählt ist, dass die Mounts halt nicht mehr sonderlich viel wert sind. Ich finde jetzt persönlich, dass keins von den Mounts extrem gut aussieht. Die Scharwolkenschlange ist ganz okay, aber natürlich, wenn einen Mount jeder hat, dann redet auch keiner drüber oder läuft mit rum, weil es irgendwas Besonderes ist. Das Einzige, was diese World Boss Mounts hatten, war halt die Seltenheit. Die ist jetzt weg und jetzt sind sie halt ein stinknormales Mount, wie die, keine Ahnung, 800 Mounts, die man so im Journal hat. Ne? Also ich finde es ein bisschen schade, wobei ich persönlich auch immer sage, es sollte eigentlich keine Items geben oder Mounts, Pets, Toys, also Collectibles im Ganzen, was unter 1% Drop-Chance hat, weil es halt einfach dann ein Todesgrind wird. Die Problematik, die ich halt so ein bisschen sehe, ewig lang hat man es farmen müssen mit extremer niedriger Chance. Die Leute haben sich da einen Haufen Mühe gemacht oder hatten vielleicht auch einmal Glück. Diese Leute mag es auch geben. Und jetzt kriegt es halt quasi jeder. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Man wird quasi dafür belohnt, dass man Sachen aussitzt. Und da bin ich ehrlich gesagt kein Fan von. Das hat mir bei dieser Anima-Thematik, fand ich das schon ein bisschen blöd. Und bei vielen anderen Sachen auch. Ich persönlich fände es besser, wenn Blizzard von Anfang an die Sachen auf einem Niveau setzt, was vielleicht bei den World Boss Mounts meiner Meinung nach viel zu hoch gewählt worden wäre, aber sie dann quasi auf diesem Niveau bleiben und nicht das wieder switchen. Gut, so viel dazu, aber trotzdem an der Stelle alle GZ, die sich jetzt ihre Mounts nachgefarmt haben und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in einem neuen Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.